Sie konnten bereits aus der Presse und aus den Medien entnehmen, dass sich der FC mit namhaften Akteuren verstärkt hat. Und diese Verstärkungen werde ich Ihnen jetzt im Einzelnen vorstellen und mit jedem ein Kurzinterview führen. Der Thomas ist ein Rückkehrer zum FC. Er hatte bereits schon 2011, 2012 das Trikot des FC Tübingen getragen, ist danach zum TSV Amfing gewechselt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt jetzt wieder zurück von Amfing hier nach Tübingen. Und Thomas, was wir natürlich wissen wollen, warum wieder Tübingen? Ich habe inzwischen den Jahren immer wieder Kontakt mit dem Klaus gehabt. Was ich ihm damals hoch angerechnet habe, war, als ich mich schwer verletzt habe, dass er einer der Ersten war, der mir gute Besserung gewünscht hat. Ich kenne den Großteil der Mannschaft, habe mit den meisten in Tübingen zusammengespielt oder in Amfing. Verstehe mich eigentlich mit allen gut, kenne das Umfeld, viele Zuschauer, hohe Liga. Es hat damals schon Spaß gemacht, hier zu spielen, und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt in der Rückrunde viele Punkte holen und dann spätestens nächstes Jahr aufsteigen, was auch das Ziel vom ganzen Verein ist. Vielen Dank. Du sprichst die Verletzung an. 2012 war das, glaube ich, Schien- und Wadenbeinbruch. Inwieweit spielt die Verletzung nach 2 Jahren noch eine Rolle? Ist das eine Kopfgeschichte? Ist das abgehakt für dich? Zwickt es vielleicht da und dort ein bisschen? Also am Anfang war es ziemlich schwer. Man hat eigentlich Angst in jedem Zweikampf, dass das wieder passiert. Man hat meistens das Bild noch im Kopf, ja, wie die Verletzung halt zustande kommt. Aber im November bin ich operiert worden, habe die Metallentfernung gehabt und ich hoffe, dass das Thema damit erledigt ist. Und in letzter Zeit war es kein Problem mehr. Man vergisst es dann mit der Zeit. Während dem Fußball ist dann eigentlich spielt es keine Rolle mehr, das ist kein Thema mehr. Vielen Dank. Wie siehst du die Rolle vom FC jetzt in der Rückrunde? Platz 6 in der Landesliga Südost, 11 Punkte auf dem 2. Platz. Der 1. Platz, sage ich hier mal, ist fast unerreichbar. Wenn nicht jetzt, wie sieht's aus in der neuen Saison? Können wir damit dir rechnen und welche Perspektiven hast du? Ja, jetzt für die Rückrunde wird es natürlich schwer. 11 Punkte ist doch einiges, vor allem weil nicht mehr allzu viele Spiele sind. Nächstes Jahr wäre das Ziel aufzusteigen. Ich denke, die Mannschaft ist so gut, der Kader ist so gut, dass das möglich ist. Ja, für mich persönlich zählt es natürlich, so oft wie möglich zu spielen. Möglichst viele Einsatzzeiten haben und dann auch meine Leistung zu bringen. Für welchen Profiverein schlägt denn dein Herz und warum? Ja, ist mir so vorgelebt worden, der FC Bayern München. Mein Vater, mein Bruder, alle FC Bayern-Fans, von dem her bin ich da fast gezwungenermaßen auch Fan. Dann bedanke ich mich bei dir, wünsche auch dir einen erfolgreichen Start am 5. Februar. Beiß dich durch, Vorbereitung, und dann, wie gesagt, 21. März in Ergolding ist unser erstes Spiel. Würde ich mich freuen, wenn ich dich aktiv auf dem Platz sehe. Ja, danke dir.